Viele Counter-Strike-User haben mit der FPS-Zahl zu kämpfen. Jeder fragt sich natürlich, wie kann ich aus der Software noch mehr rausholen? Ich kann euch helfen. Die Vollbildoptimierung. Mit der Vollbildoptimierung frisst einmal Windows 10 etwas euer nützlicher PS weg. Setzt ein Häkchen bei Vollbildoptimierung deaktivieren. Nummer 2. Spieleleiste deaktivieren. Windows 10 bietet eine so gewisse Spieleleiste für Screenshots, Videos. Ich würde die Nutzung davon abraten, da dies ein Overlay ist und sehr viel FPS frisst. Nummer 3. Benachrichtigungsassistent deaktivieren. Begebt euch dazu zum Systemreiter. Dort findet ihr einmal den Benachrichtigungsassistenten, den solltet ihr ausschalten, um eure FPS zu increasen, um Lags zu reduzieren und weitere Probleme zu lösen. Energieoption. Eure Grafikkarte könnte sich im Energiesparmodus befinden. Um dies aber zu ändern, könnt ihr einmal die Energieoption öffnen, ändert ihn einmal auf die Höchstleistung. Oder erstellt einen neuen Modus und bearbeitet dort eure PCI Express-Einstellungen. CSGO-Priorität ändern. Öffnet einmal den Task Manager mit Steuerung Alt und Entfernen. Findet unterm Details-Tab eure CSGO-EXE. Macht einmal einen Rechtsklick darauf, geht unter Priorität festlegen und setzt die dann auf Hoch. Ich würde sehr abraten, die Priorität auf Echtzeit zu setzen. Dies könnte außerdem zum Absturz führen. Nummer 6. CSGO-Einstellungen und Config zurücksetzen. Es ist sehr öfters, dass einmal Counter-Strike Global Offensive irgendwie es schafft, ein Update rauszubringen und dann ist auf einmal nichts mehr kompatibel. Begibt euch mal wieder in den Counter-Strike Global Offensive Ordner. Geht in den CSGO-Ordner und löscht oder macht einen Backup von der CFG-Datei, damit ihr die Originale einfach nur löschen könnt. Auslagerungsdatei auf die SSD packen. Falls ihr eine SSD besitzt und das bereits nicht gemacht habt, dann würde ich das extrem empfehlen. Erstens, um die Lebensdauer eurer HDD zu erhöhen und zweitens, um Auslagerungsdatei die Kommunikation schneller zu machen. Um dies zu machen, geht ihr einmal in die Systemsteuerung. Sucht einmal System und geht unter erweiterte Systemeinstellungen. Hier findet ihr verschiedene Tabs. Geht unter den Tab Erweitert und unter Leistung geht ihr auf Einstellungen.
Dort geht ihr dann wieder auf Erweitert und da seht ihr ihn virtuelle Arbeitsspeicher. Das ist die Auslagerungsdatei. Klickt einmal auf Ändern und schon habt ihr hier die Möglichkeit, Einstellungen zu machen. Das ist natürlich standardgemäß. Setzt ein Häkchen raus bei Auslagerungsdateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten. Ich habe jetzt zwei SSDs und eine HDD installiert. Ich möchte aber nur das RDC-SSD benutzt. Dafür gehe ich auf jeden Eintrag und die Festplatten, die ich nicht brauche, da setze ich einfach keine Auslagerungsdatei fest. Bei C geht ihr auf benutzerdefinierte Größe oder Größe wird von System verwaltet und dann könnt ihr ganz individuell eure Größe der Auslagerungsdatei machen. Nummer 8. CSGO neu installieren. Ja, meistens ist es die einfachste Version, um die FPS-Zahl zu fixen, indem ihr einfach komplett euren Ordner löscht und CSGO einfach neu installiert. Das liegt daran, dass ihr mehr FPS habt, weil Counter-Strike lädt ja bei verschiedenen Servern immer verschiedene Dateien runter und später werden die ja gar nicht benötigt, aber die werden trotzdem vorgeladen bei jedem Start. Und manche Dateien, die stören halt den normalen Spielfluss. Beachtet dabei, wenn ihr Counter-Strike Global Offensive neu installiert, dass ihr einmal die Steam Cloud-Synchronisierung ausstellt. Denn dann kann er keine CFG-Dateien oder sonstiges einmal runterladen. Nummer 9. Grafiktreiber neu installieren. Falls ihr mit mehreren Spielen das Problem besitzt und früher das nicht der Fall war, dann hilft es natürlich einmal den Treiber zu löschen und eine komplette Neuinstallation zu machen. Wie das funktioniert, muss ich aber auch nicht erklären. Unter Systemsteuerung oder Apps und Features findet ihr eure Nvidia Software oder AMD. Nummer 10. Der Antivirus. Manche haben tatsächlich doch Probleme mit gewissen Antiviren. Antiviren, die überprüfen alle mögliche Flusskommunikation zwischen Netzwerken, zwischen anderen IP-Adressen und so weiter, ist natürlich sehr gut, doch für Counter-Strike-Spiele stört das. Wie wir das beheben können, ist ganz einfach. Fügt in die Ausnahmeregelung den Ordner von Counter-Strike Global Offensive hinzu und schon habt ihr eure Freiheit. Nummer 11. Ältere Apps löschen. Was auch sein kann, ist, dass euer PC einfach nur zugemüllt ist mit gewisser Software und Müll, den ihr gar nicht braucht. Denn jede gewisse Software, wie als Beispiel Mix, A-Tuning, HW Monitor, Google Chrome, Firefox und so weiter, fressen ebenfalls Leistung weg. Denn jedes Mal laufen irgendwelche Dienste. Wenn ihr den Task Manager einmal öffnet, dann könnt ihr die Dienste einmal hier sehen. Ein paar Dienste könnt ihr beenden. Welche Dienste ihr beenden könnt, schaut selbst, welche Software ihr installiert habt. Die Config. Eine weitere Möglichkeit, FPS zu erhöhen, ist die richtige Config für Counter-Strike. Hier seht ihr ein Beispiel von meiner persönlichen AutoExec CFG.
mit den Befehlen, die einen etwas mäßigeren FPS-Boost tatsächlich bieten. Und zum Schluss Nummer 13. Die Neuinstallation des Windows. Ach ja, ungern hört man das. Doch meistens bleibt einem einfach keine andere Wahl, außer eine frische Neuinstallation von Windows 10. Das löst sehr viele Probleme, hat damals natürlich sehr viele Probleme gelöst zu Windows XP-Zeiten, wo ich mich noch erinnern kann. Man hat einfach das Betriebssystem neu draufgelegt und schon funktionierte alles gut. Selbst wenn man nicht wusste, woran das eigentlich lag. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in meinem Kanal ein bisschen rumschnuppert, interessantes Video findet oder vielleicht nicht. Daumen hoch oder Daumen runter, ein Kommentar hilft immer. Mich würde natürlich interessieren, welcher Tipp euch am meisten geholfen hat. Schreibt das am besten in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut.